willkommen zum Themenstrang Arbeitsorganisation. Blicken wir wieder mal nach Kalifornien, wie sie dort ihre Arbeit organisieren, was sie wie anders machen. Und da fällt zunächst auf, wir können drei Ebenen unterscheiden, die man perspektivisch auf einen Zeitstrahl in die Zukunft in verschiedene Zeitzonen sozusagen unterteilen kann. Wenn wir uns über die Zukunft der Arbeit unterhalten, sprechen die meisten über sehr unterschiedliche Zeitpunkte. Das eine ist der Zeitpunkt, an dem uns die Roboter die meiste Arbeit schon abgenommen haben werden. Das, sagen wir mal, diese Phase startet jetzt und wird vielleicht vollumfänglich in 20 Jahren etwa abgeschlossen sein. Hier in nationalen Grenzen zu denken, macht heute schon kaum noch Sinn. Wie Thomas Straubhaar bereits anmerkte, vermutlich müssen wir die Arbeit entgrenzt als globale Weltbevölkerung denken, aber das wäre nochmals eine ganz andere Diskussion. Jetzt gilt es erstmal, den aktuellen Übergang zu gestalten. Und in Kalifornien können wir bereits sehr umfassend die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten neuer Arbeit entdecken. Da ist Nummer eins zunächst der ganz normale Berufsalltag in den kreativen Digitalschmieden in San Francisco und im Silicon Valley. Warum es sich ausgerechnet dort so an kreativen Talenten knubbelt, kann man teilweise auf Wikipedia nachlesen. Es ist eine Kombination aus strategischer regionaler Entwicklung rund um die Stanford University, die auf eine attraktive Post-Hippie-Kultur in San Francisco stieß, die erst die Kombination der drei Ts ermöglicht, die erforderlich ist, um eine kritische Masse an kreativer Klasse für sich zu gewinnen. Die drei Ts sind Technologie, Toleranz und Talente. Das sind die Kerntreiber, die drei, die kreative Regionen und Städte attraktiv machen. Wer dazu mehr erfahren will, sollte sich mit Richard Floridas Wirtschaftstheorie beschäftigen. Sehr interessant und sehr spannend. Kommen wir zurück zum Silicon Valley. Wie im Themenstrang Arbeitskultur bereits angeführt, unterscheidet sich die klassische Wissensarbeit hier zunächst phänotypisch. Also in der Ausgestaltung der Arbeitsorte von anderen Büroarbeiten, wie wir sie klassischerweise so kennen. Tatsächlich hat man vor Ort das Gefühl, es handle sich um hochgerüstete Legehennenbatterien, in die Menschen gelockt werden, um dort ihre Kreativität in optimierter Umgebung optimal auszuleben und in Produkte und Dienstleistungen zu überführen. Die großen bekannten Marken wirken dabei wie regelrechte Arbeitsfabriken auf hochprofessionellem Niveau. Aber warum sind sie so erfolgreich? Neben dem Zugriff auf relevante Kompetenz, dem kalifornischen Optimismus und dem immensen Investmentkapital ist es die kollaborative Arbeitsorganisation offensichtlich, die so viel Neues ermöglicht. Steve Jobs erklärt die kollaborative Kultur bei Apple sichtlich gezeichnet von seiner Krankheit in diesem Video. Apple hat demnach keine klassischen Abteilungen, sondern sie arbeiten wie ein Startup, wie ein riesengroßes Startup. Menschen sind nicht angestellt für konkrete Projekte, sondern für konkrete Lösungen. Einer für das iPhone-Betriebssystem, einer für die Mac-Hardware, einer für das weltweite Marketing, einer für die Operationalisierung und so weiter und so fort. Einmal pro Woche kommen sie dann für 3 Stunden alle zusammen und besprechen gemeinsam das gesamte Business. Das Top-Management filtert dabei in eigener Teamarbeit die anliegende Arbeit und leitet es dann in die Firma. Teamarbeit bedeutet Vertrauen in die Entscheidungen des Personals, so Steve Jobs. Und das könnten sie eben sehr gut, die Arbeit in die Teams zu lenken und sie gemeinsam einfach arbeiten zu lassen. Dafür braucht man natürlich passende Menschen, die so arbeiten können. Legendär ist Steve Jobs frühere Einstellungspraxis, Menschen nach ihrer Drogenerfahrung zu fragen, weil er diese Erfahrung der Bewusstseinserweiterung für zentral hielt, um über bestehende Grenzen hinauszudenken, hinwegzudenken. Ich will ja nicht dem Drogenkonsum das Wort reichen, gleichwohl zeigt es die Mentalität auf, transformativ zu denken und konsequent zu handeln. Also, wenn wir zusammenfassen, man braucht Menschen, die transformativ denken können, plus eine kollaborative Kultur, die tatsächlich gelebt wird und gemeinsam an einem Strang zieht. Eine gewisse Offenheit für zeitgemäße Technologien kann da nicht schaden. Mein Eindruck bei all den kleinen Startups in Kalifornien, sie nutzen völlig selbstverständlich den neuesten heißen Scheiß
Und das bedeutet derzeit, es benutzen alle Slack. Dazu habe ich an anderer Stelle schon viel berichtet. Worin das Silicon Valley vielen anderen überlegen ist, ist die pragmatische Auslagerung von Prozessen, die nicht zum eigenen Kerngeschäft gehören. Am Beispiel Slack könnte man sagen, eine gute Kommunikationsumgebung braucht heute jedes Unternehmen. Je mehr ein Team miteinander kommuniziert und relevante Diskussionen dann auch digital archiviert, desto besser kann man zu einem gegebenen Zeitpunkt dieses Archivs durchsuchen und für ein neues Projekt nutzen. Wenn man davon ausgeht, dass vielleicht 90% aller Kommunikation relativ wenig über das Kerngeschäft aussagt, kann man diesen Teil gut extern auslagern. Dokumente oder Zahlen, die die eigentliche USP betreffen, könnte man ja dann separat getrennt nochmal selbst verwalten. Womit wir bei Automatic wären und einem fortgeschrittenen Arbeitsstil, meines Erachtens fortgeschritteneren Arbeitsstil, nämlich den verteilten Arbeiten über verschiedene Zeitzonen hinweg mit primär Festangestellten. Von Beginn an haben sie ihr Unternehmen weltweit ausgebaut und aufgebaut, um so gute Programmierer für sich zu gewinnen. Beziehungsweise hat sich das generisch so entwickelt, weil die Open Source Community von WordPress gleich international sich aufstellte. Wo jemand sitzt, spielt ja heute wirklich keine Rolle mehr, wenn man ein Self-Starter ist, wie Catherine von Automatic das ausdrückt. Also sich selbst organisiert in die Wege bringen sozusagen. Selbst starten können. Menschen mit der Fähigkeit, sich selbst zu managen, sind hier klar im Vorteil. Und dann ist nur noch eine Frage der betrieblichen Organisation, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, wie man den Zusammenhalt fördert. Kommunikation spielt natürlich eine immense Rolle. Vor allem die schriftlich fixierte, das hatte ich eben ja schon angeführt, weil nur so verteilt an einem Strang dann gezogen werden kann. Nur so kriegt man mit, wenn jemand anderes mal was geschrieben hat, was erst jetzt für einen relevant ist. Und kein Wunder also, dass auch Automatic Slack nutzt und als E-Mail-Ersatz sich für jedes Projekt einen eigenen WordPress-Blog aufsetzt mit dem eigenen P2-Theme, also P2-Theme. Das sieht so ein bisschen aus wie Twitter. Und darüber verwalten sie im Grunde ihre eigentliche Projektarbeit, sodass der Nachbar Slack nicht unbedingt direkt mitkriegt, was sie gerade machen. Diese verteilte Arbeitsform wird sich in den nächsten Jahren meines Erachtens weiter etablieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn im War for Talents spielen qualifizierte Fachkräfte eine erhebliche Rolle. Man entscheidet dann selbst, wo man sitzen möchte und arbeitet remote in interessanten Unternehmen zu. Hier als Firma eine kluge Kommunikationsstruktur aufzubauen, um Freelancer wie Festangestellte ideal in die Kommunikationsstruktur einzubinden, wird entscheidend sein, um gute Leute zu finden. Ganz einfach. Damit sind wir beim letzten Stadium kreativer Wissensarbeit angelangt, dem berühmten Hollywood-Modell. Das Hollywood-Modell ist projektorientiertes Arbeiten. Und zwar nimmt man zu dem Zeitpunkt, wo man das Projekt startet, sammelt man sich die Leute zusammen zu einer Crew, die die einzelnen Rollen am besten ausfüllen und die am besten auch miteinander zusammenarbeiten können. Da schaut man, wer ist gerade verfügbar und der wird dann eingebucht für dieses Projekt. Wie das dann konkret aussieht, kann man in Cafés in Los Angeles gut sehen. Da nahezu jedes Café ist dort, wird dort genutzt wie ein Coworking Space, wie in Berlin hier das St. Oberholz. Ob Starbucks oder kleinere Cafés, alle Tische sind besetzt mit kreativen Coworkern, die entweder Filmskripte schreiben oder Animationen erstellen oder Marketing machen oder was auch immer. Berlin bezeichnet sich ja gern als die Hauptstadt der Kreativen, ist aber lächerlich im Verhältnis zu Los Angeles, weil wer jemals da vor Ort sich das angeschaut hat, wird sehen, dass Berlin wirklich da noch in den Kleinstkinderschuhen steckt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum arbeiten die Leute denn eigentlich noch alle dann in LA, wenn sie doch eigentlich ortsunabhängig arbeiten können? Nun, es gibt Studien, die besagen, dass man vor allem dann Projekte bekommt, wenn man in einem passenden Netzwerk sich bewegt. Und wenn man ein gutes Netzwerk hat und dann einer aus diesem Netzwerk gebucht wird und der dann mitkriegt, dass noch eine andere Stelle da besetzt werden soll und der dann jemanden kennt, ich kenne auch noch einen Grafiker, der da gut passen würde, ich kann den gerade mal fragen. Und so geht es dann irgendwie quasi per Mundpropaganda, nicht per Stellenausschreibung. Deshalb sind die Netzwerke so wichtig. Die sind offensichtlich in LA im Filmumfeld noch sehr stark personenbezogen
und vor Ort quasi werden die ausgetragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es international sich dahin entwickelt, dass halt auch vor allen Dingen virtuelle Netzwerke sehr wichtig werden. Und darum geht es da und handelt es sich ja bei dem Themenstrang Networking. Dort erfährt man mehr dazu. So viel zu diesem Themenstrang. Ich hoffe, es bringt euch was, macht was draus. Viele weitere hochkarätige und gute Links findet ihr in dem Flipboard. Macht's gut und alles Gute. Bye-bye.